Herzlich willkommen hier in Köln zum dritten Studio Inter Friday Night Game und zum letzten Inter Friday Night Game der siebten Saison. Wir haben heute ein ganz außergewöhnliches Inter Friday Night Game, weil wir zwei Finalspiele haben, einmal in Battle for Middle-Earth und ein Finalspiel in StarCraft. Neben mir der wunderbare, einzigartige, mit einem eigenen IRC-Fan-Channel bestückte Frogbender. Seit neuestem mit dem eigenen Channel. Dann haben wir direkt im Anschluss haben wir StarCraft. In StarCraft wirst du moderieren. Du bist mittlerweile der StarCraft-Experte geworden. Ja, ich habe mich intensiv vorbereitet auf das StarCraft-Spiel. Habe ich ja letztes Mal schon mit Marc, aber heute habe ich noch viel kompetentere Assistenz als Marc sonst, und zwar den Nexus, der ist extra, glaube ich, aus Bayern angereist, um hier StarCraft-Fachwissen zu vermitteln. Alles klar, ja, was wollen wir denn eigentlich mehr? So, ihr beide trefft heute eigentlich schon zum, keine Ahnung wievielten Mal gegeneinander an. In der laufenden EPS-Season seid ihr schon mal am dritten Spieltag aufeinander getroffen, da hat Schnibbler 2-0 gewonnen, weil der Todd Mondragon so bequem war und hat Protoss gespielt. Und warum jetzt eigentlich? Ja, es war nur ein Spiel und ich habe gedacht, auf der Map wäre Protoss besser für mich. Und das andere Spiel habe ich Zerg gegen Zerg verloren, war einfach besser an dem Tag.
Also hat das auch mit Tagesform etwas zu tun. Nun gehen wir etwas näher in die Vergangenheit. Da war gestern das große Event, der Giga Grand Slam. Da hat sie Qualifikation zum Giga Grand Slam und da hat Schnibbler auch 2-0 verloren. Vielleicht erklärst du, da gibt es ja einen speziellen Grund, warum jetzt hier der Todd Mondragon wieder Protoss gespielt hat. Ja, also er hat 2-0 gegen mich gewonnen und ich wollte Protoss spielen, weil ich hatte fürs Giga-Finale eigentlich eh keine Zeit und dann musste ich es halt mal so improvisieren. Wie schätzt ihr, erste Map wird Nostalgia sein, wie schätzt ihr da eure Chancen ein? Jetzt Schnibbler, jetzt mal zu dir. Ja, Nostalgia ist im Tag gegen Tag sehr problematisch eher, weil man da halt mit der FE, die hat halt kein Gas und dann muss man da andere Strategien wählen, wie sonst auf den normalen Maps. Und ich denke, auf der Map wird vielleicht Mondragon auch random spielen, weil gerade Zerg gegen Zerg halt, ja, weiß nicht, da kann man halt mit random ziemlich gut spielen, denke ich mal. Ja, und es geht hier in diesem Finale um diesen schmucken Pokal, ihr dürft ihr sogar einmal anfassen hier. Ja, wie fühlt er sich an? Mondragon, auch hier die Hand dran. Vereinen wir die Kräfte und um diesen Pokal geht es hier jetzt gleich. Hier in dem StarCraft Brood War Finale. Ja, wir sind hier im Ladebildschirm, hinter uns sieht man es ja schon. Und wir schauen jetzt hier. Links oben Map ist Nostalgia, 4 Startpositionen. Links oben haben wir den Zerg. Wir schauen hier kurz auf die Farbe. Rot ist Schnibbler, orange ist Todd Mondragon. Links oben haben wir also demzufolge Mondragon und rechts unten haben wir hier den lieben Schnibbler. Ja, und jetzt kommt es natürlich hier drauf an. Gibt es eigentlich in StarCraft Brood War am Anfang genauso wenig zu kommentieren wie in Warcraft? Also ist halt die Aufbauphase, ne? Da werden erstmal kräftig die guten Arbeiter produziert. Die Drohnen werden hier produziert. Und jetzt wird es natürlich gleich interessant. Leider können wir hier rechts oben die Supply-Zahlen nicht sehen, wie es in einem Replay der Fall ist. Sonst können wir hier genau ausmachen, wann hier der zweite Overlord hier produziert wird, um hier die Supply-Zahlen nochmal anzuheben. Rechts haben wir hier diesen Overlord von beiden Spielern. Wird hier zum Scout geschickt. Ne? Ganz normal. Wie du schon sagst, beide gehen jetzt hier nach rechts oben und wenn du jetzt hier diese Drohne hier auf der Minimap ansiehst, die Geschwindigkeit, wie sie in diese Map scoutet, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass sie recht kompakt ist. Also man kann jetzt hier nicht alles wie einen Katzensprung betrachten, hier übrigens der erste Extractor, das heißt, wir werden jetzt hier vermutlich die ersten, auf beiden Seiten, die ersten Einheiten sehen, die von Gas abhängig sind. So, hier werden jetzt hier beide Positionen gescoutet und ja. Gut, also wir haben jetzt hier den Pool hier auf Seiten von Schnibbler im Bau, wie bereits gesagt, und links oben auf Seiten von Mondragon das gleiche, hier sind ziemlich viele Drohnen. Was man bei Zergs beachten sollte, hier übrigens die Scout-Drohne, wie sie hier gerade versucht, die Economy des Gegners zu stören, ich setze auf Schnibbler. Ja, okay. Habe ich mir fast gedacht. Hätte ich mir, ja, da kommt eben diese zweite Hatchery, denn sobald die zweite Hatchery hier zustande gekommen ist, stehen hier dem Zerg weitere Larven zur Verfügung, aus denen man vielleicht Arbeitereinheiten bauen kann oder auch eben Kampfeinheiten. Aber das wurde, hat er ja jetzt gescoutet, oder? Das also hat er jetzt gescoutet, aber ich weiß jetzt nicht. Hier haben wir jetzt hier auch eine zweite Hatchery auf Seiten von Todd Mondragon, Templars of Twilight, die ersten beiden Länge von dem lieben Schnibbler, von Todd Mondragon, Entschuldigung, habe ich verwechselt, von Todd Mondragon. 4 Länge mittlerweile blockieren hier die Choke. Aber hier eben die zweite Hatchery auf beiden Seiten. Bauer, also Tier 2 Tech, kommt jetzt hier auch bald zustande. 4 Linge auf beiden Seiten. Da kommen aber auch schon die ersten 6 Linge hier von dem lieben Mondragon. Und sie werden jetzt hier versuchen, hier durchzubrechen. Gleichzeitig setzt ja auch Schnibbler seine Linge hier in Bewegung. Hat jetzt auch 6 insgesamt, habe ich gesehen. Da kommen jawohl, da noch 2. Nochmal 2. Habe ich beobachtet auf der Minimap. Sehr gut. Nice. Warst wieder schneller wie ich. Schauen wir nochmal in die Mainbase. Was haben wir hier? Die zweite Hatchery. Das heißt also weiterhin zusätzliche Larven, um dort entweder Arbeiter oder Kampfeinheiten zu bauen. Das ist nämlich immer dieser, das ist zum einen ein Fluch und zum anderen ein Segen hier für den Zergspieler, denn er kann hier erstens, entweder er verstärkt sich auf die Armee, kann dadurch keine Economy-Einheiten bauen oder er macht es genau umgekehrt, während ein Protoss-Spieler oder ein Terraner in Main-Building immer wieder solche Economy-Einheiten bauen kann. Ne? Und das ist halt der Nachteil von Zerg, wenn man so sagen will. Und gleichzeitig ein Vorteil, wenn man halt relativ schnell relativ viele Einheiten haben kann, oder? Richtig, also wir sehen es auch hier, Linge haben wir jetzt hier en masse, ich wage schon gar nicht mehr zu zählen. Hier werden alle Dinge abgezogen aus der Mainbase von Schnibbler. Hier zieht sich Mondragon zurück und versucht sich hier an der Choke ein bisschen zu sammeln, damit sein Gegner hier nicht durchkommt. Das wäre jetzt nämlich das
Dümmste, was den beiden hier passieren könnte, wenn einer mal so, da reichen schon 4 oder 6 Linge, die da durchkommen durch die Choke, dann die Expansion rennen und dann mal eben die komplette Economy hier ausräumen. Jetzt kommt der Schößling. Das hat Mutalisken, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, zur Folge. Dürfen wir dann wahrscheinlich auch genauso auf der Gegenseite sehen. Richtig, ich glaube, sehen rechts wir genauso. Also das ist üblich, diese Mischung aus Mutalisken und Terrors, um ja, da eben die Units vom Gegner anzuschlagen insgesamt und dann ein einfacheres Spiel zu haben mit den Mutalisken. Ungefähr so kann man es auch ausdrücken. Was heißt ungefähr so? Genauso kann man es ausdrücken eigentlich. Ja, Jan Dominikus übertrumpft mich hier in puncto Erfahrung. Auf jeden Fall. Und das nach einer Woche? Das nach einer Woche. Jetzt hier 5 Linge machen sich jetzt hier auf von Mondragon nach rechts. Versuchen hier vielleicht den Gegner ein bisschen zu stören. Hier haben wir die ersten Linge hier, den ersten Linge in der Mainbase. Ja, und wird jetzt hier versuchen, die... Jawohl, da sofort. Das hat nicht lange gedauert. Das hat nicht lange gedauert. Was im Zerg vs. Zerg auch noch interessant ist, der besser scoutet, der seine Overlords bzw. seine Scout-Einheiten am besten platziert, hat auch hier die Chancen. Während hier nochmal eine Hatchery, die Expansion hier von Schnibbler in Bau ist und die wird auch sofort entdeckt. Aber da muss er sich zurückziehen. Er kann sie halten. Er kann sie halten, auf jeden Fall. Jetzt kommen hier nochmal die Mutalisken-Terrors hier von unten. Da werden die Mutalisken von Mondragon ordentlich aufs Korn genommen. Aber da muss er sich zurückziehen. Da muss sich Schnibbler tatsächlich zurückziehen. Und jetzt kann er hier natürlich die Expansion kicken. Sehr schön gemacht. Hier Hatchery ist in diesem Moment down, aber von rechts kommt hier sofort wieder Schnibbler mit einer neuen gestärkten Lufthoheit und wird jetzt hier versuchen, die Zerglinge hier mal ein bisschen außer Gefecht zu setzen. Eigentlich könnte man mit diesen Mutalisten nur jetzt ganz besonders gut die, hier zum nächsten Fight hier. Die Overlords harassen. Richtig, denn die Overlords sind zugleich die Supply-Einheiten der Zergs. Das heißt also, sobald ein Overlord erscheint, da kommt nochmal ein sehr schöner Terror hier nochmal in die Einheiten von Schnibbler. Die Overlords sind nämlich auch, wie man hier einen sieht, die Supply-Einheiten der Zergs. Das heißt also, je mehr Einheiten ein Zerg bauen will, umso mehr Overlords muss er bauen, um das Versorgungslimit zu erhöhen, damit er wieder mehr Einheiten nachbauen kann. Während wir jetzt hier nochmal den lieben Schnibbler mit 3 Zerglingen haben, mit 3 Lingen, zieht er sich aber wieder zurück. Hat er schön gemacht hier, Todd Mondragon. Und ich glaube, wir werden ja auch keinen großen Taktikwechsel mehr erleben. Ich habe mit Mondragon vorhin geredet. Er meinte, dass das die ganze Zeit so gehen kann. Dieses Mutalisken-Terror und Zergling-Gespiele. Jetzt kommt es hier natürlich drauf an. Ja, wie du schon sagst, die Expansion wird hier ausschlaggebend sein. Wer scoutet hier besser, wer weiß, wie er seine Expansions zu welchem Zeitpunkt bauen soll. Das ist jetzt hier natürlich alle eine Timing-Frage. Aber rein vom optischen Eindruck muss ich jetzt schon sagen, dass Mondragon gut dabei ist. Aber auch Schnibbler steht nicht sonderlich nackig da. Obwohl, er hat hier nur Zerglinge, da kommt es zum Fight. Da zieht sich Schnibbler sofort zurück. Ein Link geht down. 2, Entschuldigung. Jetzt werden sie es vermutlich die Armee des eigenen nie weit weg ist. Und deswegen wäre es schon ziemlich riskant, hier jetzt eine Armee draufzuschicken vom Mutalisten. Denn dann kommen sofort Terrors und so weiter. Denn solche Overlords halten schon viel aus gegen Mutalisten. Und da kommt der Fight. Jan Dominikus weist mir nochmal sehr aufmerksam drauf hin. Und er sieht eigentlich, lauter Giftwolken und alles von oben. Kommen nochmal 3 Mutalisten dazu hier und auch die Zerglinge. Jawohl, und da sieht Mondragon wieder besser aus. Jetzt geht hier der Overlord down. Der stand eben jetzt schlecht. Der wurde nach vorne gezogen und konnte ins Focus Fire genommen werden. Und somit konnte auch hier die Supply-Zahl des Schnibblers, des einzigartigen Schnibblers hier. Schicker Name, auf jeden Fall. Schicker Name, ja, danke schön. Da sehen wir die Expansion. Richtig. Auf Seiten von Schnibbler, aber auch bei Mondragon. Aber Schnibbler ist doch schneller. Wir lieben ihn ja alle. Den Burger Bash King Jan Dominikus. Ja, und jetzt sind hier die ersten Drohnen am Start. Extraktor natürlich hier, um Wespengas zu fördern hier, um natürlich hier weiterhin auf die bisherige Einheitenkombination zu setzen. Ja, und da kommen hier wieder die Mutalisken. Hier haben wir jetzt ein kleines Geplänkel versäumt. Das gleiche gilt hier natürlich aus einem vom Mondragon. Und jetzt hier, die Mutalisken gehen ja auf 18 Uhr zur Expansion. Wir haben hier nur Drohnen, wir haben hier nur einen Extraktor, da ist sonst nichts. Von rechts kommen hier nochmal hier 4 Mutalisken von Schnibbler, aber die werden es vermutlich nicht reißen hier. Keine Anti-Air hier auf Seiten von Schnibbler hier am Boden. Keine Defense oder sowas, jawohl. Und da schlägt Mondragon hier Schnibbler in diesen Kampf. Jetzt kommen hier nochmal 6 Terrors hier, 6 suizidgefährdende kleine Mininippel. Und da schreibt Schnibbler, good game. Ja, das hat keine 10 Minuten gedauert. Schwupp, da sind wir schon wieder. 2. Map ist gestartet, der Klassiker Lost Temple. Und wir haben schon angefangen und es ist auch schon einiges passiert. Deswegen gehen wir direkt ins Spiel.
Ja, wie der Jan schon gesagt hat, wir sind ja auf Lost Temple. Auf 18 Uhr haben wir hier, schauen wir mal auf die Farben, Todd Mondragon in Blau und wie im letzten Spiel Rot den lieben Esa Schnibbler. Auf beiden Seiten haben wir den Pool, auf beiden Seiten haben wir den Extractor und auf beiden Seiten haben wir eine Fast Expansion. Also kann man das doch, finde ich, so bezeichnen. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt hier 4 Linge, wenn ich das richtig zähle. 6. 5. Also ich zähle 6. Du zählst, verdammt, na, du hast recht. Mit meinem Adlerauge. Okay. Ja gut, hast schon wieder einen Burger gewonnen. Ja gut, 6 Linge jetzt hier. Jetzt geht's ab hier rein in die Expansion. An die Expansion, aber da steht schon eine Sunken, eine Tiefenkolonie. Das ist quasi so ein Tower. Sowas, Tower, ne? Ja, ähnlich wie ein Tower. Der schießt so aus dem Boden raus. Aus dem Boden schießt der raus. Ja, sieht man gleich hier, wie diesen Stachel da unter die Erde fährt. Und dann geht's hier ab, die Luzi. Aber die Linge bleiben hier zurück. Wird hier vom Overlord, wurden hier losgeschickt zum Scouten. Beide Spieler wissen, wo der andere sich jeweils befindet. Und jetzt weiß natürlich auch Todd Mondragon, dass hier Schnibbler eine Sunken stehen hat und deswegen würde sie mir jetzt hier überhaupt nichts bringen, wenn er jetzt hier voreilig einen Go machen würde auf die Expansion. Jetzt hier auf 18. Er selber hat aber keinen Tower an seiner Expansion. Ja, das ist... Spart er lieber. Das spart er lieber. Hat dafür, denke ich mal, mehr Linge. Jetzt kommt hier der Schößling, wie ich anfangs bereits sagte. Auch hier kommt der Schößling. Also bisher kann es eigentlich gar nicht mehr Mirror sein, als es ist, mehr oder? Mirror kann es eigentlich gar nicht sein, ja. Beide Spieler wissen, was der andere macht. Beide Spieler haben einen Overlord in der Mainbase des anderen stehen. Und hier oben auf 12 Uhr fast haben wir hier neben der Expansion von Schnibbler ein kleines Techtelmechtel hier zwischen blauen Lingen und roten Lingen. Die roten Linge ziehen sich zurück und die blauen Linge gehen in die blaue HSV-Ecke zurück. Da kommt jetzt ebenfalls eine zweite Hatchery von Schnibbler. Will natürlich mit dem zusätzlichen Einheitenschub, den jetzt hier Mondragon erfährt, hier mithalten können. Hier auch der Extractor an der Expansion, um Wespengas zu fördern. Ist, auch hier. Ist es wirklich Wespen oder Wespingas? Wespin, Entschuldigung, Wespen. Ja, ich wollte fragen, nur ich wollte das nicht korrigieren. Das war ein kleiner Fehler in der Betonung. Wespingas, aber ich sag halt umgangssprachlich Wespengas. Also. Ja, nee, ich war mir sehr, ich war mir nicht sicher. Sag mal Wespingas, das hört sich so... Wespingas? Wespingas, das hört sich so nach Pinienwald an. Das Wespen ist hier, hört sich so nach irgendwelchen Insekten an. Das war jetzt hier gerade der Mondragon im Spiel. Und beide Spieler haben jetzt hier insgesamt 2 Hatcheries und einen Bau. Die Ökonomie ist doch etwas stärker aufgestellt im Moment noch bei Mondragon, wenn ich das richtig analysiere, oder? Der setzt eher auf... Der, wenn man jetzt hier... Blindlings vergleicht, ja, ja. 2 Drohnen hier an den Mineralien von Schnibbler und 4 hier an der Expansion von Mondragon. Der nächste Overlord kommt raus. Da muss man schon sagen, dass er economy-mäßig besser gestellt ist. Das sind ja lauter so Kleinigkeiten, die man im Zerg vs. Zerg beachten muss. Hier haben wir ein Go hier auf Seiten von Schnibbler in die Mainbase von Todd Mondragon. Jetzt wird's gefährlich, hier kommen nochmal die ersten Linge, aber das ist auf jeden Fall hier, ja, Free Experience, könnte man GG. Und da schreibt Todd Mondragon, good game. Also, das war knapp. Gutes Timing, glaube ich, oder? Auf jeden Fall, kam er im genau richtigen Moment. Da sieht man natürlich hier hat Schnibbler sofort auf eine stärkere Armee gesetzt hier als Todd Mondragon, hat sich hier mehr auf Economy hier spezialisiert und das ging ihm natürlich letztendlich in der Armee ab. Ich würde sagen, wir sparen uns jetzt einfach mal den Trailer. Auf jeden Fall. Und schauen uns sofort hier das nächste Game hier an. Wir geben sofort das Go, Go, Go. Wir wollen ja gar nicht lange warten. Map ist Lost Temple Neo. Good luck, wünschen sich ja beide Spieler. Wir sind im Spiel. Jawohl, kurzer Ladescreen. Oder besser kann es eigentlich nicht sein, oder? Nein. Also es ist sofort, zack. Das EPS-Finale und wir haben eine dritte Map. Also es geht jetzt um alles. Kann man nicht anders sagen. Es geht um diesen wunderschönen Pokal, der hier steht. Den riesigen Bierkrug. Ja, wo ist er hier nochmal? Können wir ihn nochmal zeigen, bitte? Das ist er. Oh. Das ist das ist dieser zu groß gewordene und zu schlank gewordene Masskrug hier. Da geht ja schon ein bisschen was rein. Ja, auf jeden Fall. Da werde ich hier vermutlich. Haben wir vielleicht ein bisschen Sekt hier, damit sich hier die StarCraft-Spieler ein bisschen betrinken können hier. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall auf der Map Lost Temple. Auf 18 Uhr haben wir Schnibbler. Hier auf 9 Uhr rechts haben wir hier den guten alten Todd Mondragon. Gilt hier als Favorit. Haben wir jetzt hier Gleichstand 1:1. Und hier wissen jetzt beide Spieler, beziehungsweise weiß jetzt Mondragon, aha, mein Gegner ist da jetzt links unten, baut hier sofort einen Pool. Das heißt, wir werden hier sehr früh Linge sehen, will hier sehr viel Druck machen. Auf Seiten von Mondragon haben wir hier etwas verspätet, das Gleiche. Hier kann man daraus den Schluss ziehen, der Mondragon hat das hier gescoutet und hat sofort darauf reagiert. Eine zweite Hatchery kommt hier im Bau auf Seiten von Mondragon. Zweite Hatchery, mehr Larven, mehr Zergs, mehr Linge. Und jetzt ist der Pool fertig. Extractor geht hier auch im Bau, um das Wespingas hier zu fördern. Und da kommen die Linge. Was glaubst du, wie es ausgehen wird? Wird er durchkommen?
Nein. Ich sage, das wird eiskalt abgeblockt. Ja, da muss ich die Lade hier aber beeilen. Komm nochmal die Drohne, jetzt weiß ich. Versucht also, zu blocken so ein bisschen. Ah, ja. Da kommt er, glaube ich, zu spät. Nein, kommt er nicht zu spät. Wird hier doch ein bisschen geblockt. Traut jetzt sich jetzt nicht rauf hier, der Schnibbler. Ja, da stehen die Linge. Perfekt getimed hier von Mondragon. Aber 2 gegen 2. Ja, aber er kann ja jetzt kontinuierlich nachproduzieren. Das kann er knicken, würde ich mal sagen. Da kommen die, da kommen die Linge, aber die sind direkt gescoutet worden von dem Overlord. Das heißt, er weiß also, was abgeht. Oh, positioniert sich auch direkt dort. Sunken, also erst eine Kriecherkolonie, die wird dann abgegradet zur Sunken. Schauen wir mal, wie es hier vom Timing her aussieht. Das könnte passen noch. Nein, da kommt aber hier schon wieder Mondragon. Erster Ling auf Seiten von Schnibbler down. Zweiter, dritter hier mittlerweile vom Mondragon. Drei Linge schickt er in die Economy und die restlichen zieht er zurück. Jetzt schauen wir nochmal in die Economy. Da zieht sich Schnibbler zurück, aber da könnte einiges down gehen hier von der Economy. Tier 2 Tech auf Seiten von Schnibbler ist im Bau. Drei Linge rennen hier. Mann, einen kleinen Morgenspaziergang hier durch die Mainbase des Gegners, aber gehen hier wieder raus. Aber die Expansion steht. Expansion steht. Sunken ist ready. Das heißt also, für Linge ist jetzt ganz schwer durchzukommen. Die Economy wird hier aber nochmal ordentlich schön geharrist. Jawohl, erste Drohne down. Erster Ling aber schon gefallen. Da geht's nochmal rein. Ja, nochmal rein. Ah, direkt wieder raus. Also ist sich da nicht so ganz schlüssig anscheinend. Ja, er darf sich halt nicht zu oft von den Lingen hier treffen lassen, von den Gegnern. Beide Linge von Mondragon sind hier im roten, gelben Bereich. Und das ist hier schon Micromanagement, was wir hier sehen. Zieht hier immer wieder zwei Linge weg. Hier die restlichen Linge von Mondragon ziehen sich jetzt hier nochmal. Sammeln sich hier nochmal. Mutterlisten. Die fliegenden Brezen. Und ja, jetzt geht's hier. Auf den Tower direkt. Richtig, auf die Sunken. Und die wird. Ja, der geht down und somit ist hier keinerlei Defense mehr auf Seiten von Schnibbler. Das heißt also, auch der Schößling ist noch nicht ready. Auch keine Ehreinheiten wie Mutalisten hier. Jetzt kommen hier die ersten Zerglinge hier von der Choke runter. Aber diesen Kampf von der Choke gewinnt hier Mondragon eiskalt. Und auch hier der Schößling wird hier GG. Good game auf Seiten und von Schnibbler. Und kleinen Applaus hier. Oi, Schnibbler. Damit haben wir einen EPS-Sieger. Ein EPS-Sieger, EPS-Sieger. Und da guckt er. Ja, der Mondragon. Ja, da freut er sich, der liebe Christoph. We'll be right back.
Ganz offiziell bin ich jetzt zurück hier mit der ersten Siegerehrung der ESL Pro Series Finals Season 7. Diesen Pokal galt es zu gewinnen und dieser Pokal wurde gewonnen. Bevor wir hier die ganz offizielle Siegerehrung vollziehen, werden wir noch ein kleines Nachinterview haben mit dem lieben Nexus und natürlich mit Mondragon und Schnippgor. Die stehen hier auch gerade neben mir und meine Starcraft-Skills sind natürlich ein bisschen low, deswegen überlasse ich das alles dem Maxi und der Maxi wird noch die entscheidenden Fragen stellen. Ja, das ist der Mondragon, da der Schnibbler und das bin ich. Und fangen wir mit dem Lucky Loser hier an. Ja, Schnibbler, wie sieht's aus? 1-2 gegen den lieben Mondragon hier verloren. Ja, kann man verlieren. Kann man verlieren? Ja. Du hast ja im Statement gesagt, dass Mondragon hier dein großes Vorbild ist. Ist einer der besten Spieler in Deutschland oder vielleicht sogar der beste. Ist es jetzt eine Schande, gegen ihn zu verlieren? Nee, auf keinen Fall. Also, ich meine, gegen Mondragon kann man wirklich verlieren. Und ja. Ich habe halt heute nicht so gut gespielt wie sonst und dann kann man halt mal verlieren. Lass mal nochmal die paar Games hier Revue passieren. Was sagst du hier zum zweiten Spiel zum Beispiel auf Lost Temple hier? Closed Positions, beide haben fast Exe gespielt, dann Mutalisken. Da hast du gewonnen. Wie lief es da für dich? Ja, da lief es eigentlich recht gut. Normalerweise denke ich immer, dass wenn man auf der 9-Uhr-Position ist, hat man einen kleinen Nachteil. Und deswegen war ich erst nicht so glücklich, aber irgendwie habe ich dann halt einen kleinen Vorteil mehr spielen können und das hat halt dann zum Sieg gereicht in einem Kampf. Im dritten Spiel war es halt dann doch nicht mehr so erfreulich hier für dich, da hast du leider dann verloren. Was war da jetzt genau? Ebenfalls wieder Lost Temple, du auf 18 Uhr, Mondragon auf 3 Uhr oder 15 Uhr? Ja, im dritten Spiel war das Problem halt, dass ich 9 Pool gespielt habe, das ist halt eher eine G-Strat, kann man so sagen, und wenn er die früh erkennt, dann ist kann schwer er damit. Countern. Ja, dann kann er gut countern und er hat halt perfekt gemacht dann und dann kann man nur schwer gewinnen. Ja gut, das waren deine letzten Worte vom Lucky Loser, vom Schnibbler. Ja. Jetzt gehen wir aber ab hier an den Mondragon. Der Mondragon, erstmal hier Giga eiskalt anfaken hier, du Sau, und dann hier bei APS Finals hier ordentlich rocken. Was geht mit dir ab, hä? Ja, das war Giga, war ja kein Fake. Also. Das war kein Fake. Das war ein ehrliches Spiel. Aber ja, jetzt hier bei den EPS-Finals hier einfach mal gewonnen gegen den Schnibbler. Was sagst du zu so einem jungen, aufstrebenden Talent hier in der Brood Wars-Szene? Er hat auf jeden Fall Potenzial und er wird auch gewinnen demnächst. Vielleicht schon in 2 Wochen bei Giga gegen Fischer. Genau. Wie fühlt man sich jetzt mit 2000 Euro, glaube ich? 2000 Euro reicher? Wie geht's? Ja, super Gefühl. Wo fließt das Geld hin? Erstmal wieder aufs Konto und dann schauen wir mal weiter. Natürlich, ja klar. Gut, also wollen wir mal dabei belassen. Jetzt gebe ich wieder ab an den lieben Nick Adam mit den Siegerehrungen mit den Urkunden. Nick Adams, Dankeschön. Das ist hier die Siegerehrung für den zweiten Platz, für den lieben Schnibbler. Auch der zweite Platz natürlich eine sehr schöne Errungenschaft hier bei den ersten Pros, bei der ersten Saison, den wir hier in StarCraft hatten. Und damit würde ich natürlich hier um großen Szenenapplaus bitten. Wir haben jetzt hier nicht so viel Leute im Publikum, aber man hört jetzt hier trotzdem einen Tosenapplaus hier für den lieben Schnibbler und ich glaube, er hat sich den zweiten Platz auch wirklich verdient und du bist auch glücklich damit. Wir kommen jetzt hier natürlich aber trotzdem zum Mondragon, der hier eigentlich eine Koryphäe im StarCraft ist. Und ich muss sagen, du hast ja wirklich zu Recht diesen Pokal gewonnen. Wie sehr hast du dich auf das Match vorbereitet? Ich habe in letzter Zeit wenig Zeit gehabt zu spielen, wegen Schule und so Zeugs, was man halt so macht in der Freizeit. Ne? Und jetzt habe ich halt heute noch trainiert, heute Mittag, aber habe nicht extrem viel trainiert dafür. Für mich total unverständlich, für die EPS Finals nicht zu trainieren oder nicht genug zu trainieren. Der Grundskill muss dann natürlich stimmen, um deinen ersten Platz zu machen. Ich überreiche dir natürlich erstmal die Urkunde. Großen Applaus hier für den ersten Platz, für Mondragon. Den Applaus kann man leider auf dem Stream wahrscheinlich nicht hören, aber es ist hier trotzdem großer Applaus von den zahlreichen Zuschauern, die hier VIP ins Studio durften zu vergauten. Und wir haben hier natürlich für dich den Pokal. Und ich muss sagen, der wird sich in eine lange Reihe von deinen Pokalen einreihen, oder? Ja, es sind schon ein paar geworden jetzt, ja. Aber der ESL Pro Series Pokal ist natürlich der wichtigste, es ist natürlich auch der schönste und wir haben jetzt hier ein paar Minuten, ein paar Sekündchen, wo wir ein bisschen Musik spielen, wo wir einfach nur mal den beiden Finalisten, dem Gewinner und dem Vizemeister hier einfach mal zuschauen, wie sie sich freuen und sind dann gleich zurück mit Battle for Middle-earth. Dort werden wir auch noch ein Finale sein, ein großes Finale dort. Haben wir die zwei Finalisten, bis dahin.
Und nach dieser fulminant kurzen Unterbrechung hier sind wir auch schon hier wieder am den Interview-Kissen, könnte ich ja fast sagen, hier mit den Schlacht um Mittelerde-Spielern. Das ist hier der Fischi, das ist der De La Stevo. Fischi, fangen wir bei dir an. Stell dich mal kurz vor, bei welchem Clan spielst du? Und ja, ich bin der Fischi und ich spiele bei Plan B und bin eben Gondor-Spieler. Wie siehst du die zweite Season im Vergleich zur ersten? Ja, für mich eindeutig die zweite Season eben besser gelaufen. Da ich in der ersten Saison eben weiter hinten war, konnte ich eben nicht trainieren, so wie ich es gern getan hätte. Und diese Saison lief es eigentlich ganz gut. Kommen wir zu deinem Gegenspieler, zu deinen Kontrahenten heute Abend. Das hier ist der De La Stevo. De La Stevo ist das gleiche Spielchen wie bei Fischi. Name, bei welchem Clan? Ja, ich bin De La Stevo, auch bekannt unter Steve. Ich spiele bei My Changes. Grüß mal Leute erstmal, darf man doch bestimmt. Ja, in der Hood, ja. Mein Clan meine ich natürlich. Ja, natürlich. Ja, der Clan ist auch in der Hood. Ja, ich spiele Mordor-Spieler. Mordor-Spieler haben wir hier. Welche Rasse wirst du heute spielen? Ja, ich spiele auf jeden Fall zweimal Mordor. Ich habe keine Lust auf Gondor, Mirror. Deswegen ich auch nicht. Ich auf jeden Fall zweimal Mordor. Wahrscheinlich einmal Mordor, Mirror und einmal Mordor, Gondor auf der Map. So, jetzt sind wir hier auf der Map Westfalls. Wir haben links den Mordor-Spieler und rechts unten haben wir ebenfalls den Mordor-Spieler. Ja. Ja, was werden wir jetzt hier am Anfang sehen? Hier gleich. Ja, die werden jetzt bestimmt hier die Sägewerke einnehmen. Der La Stevo hier. Ja. Und gegenüber haben wir den lieben Fischi. Sägewerke einnehmen. Beide starten mit einer Ork-Grube. Genau. Also Ork-Pit. Ja. Was man auch bei Mordor erwähnen muss, diese Orks sind hier gratis. Ja, die sind gratis. Die kosten also nichts. Sozusagen. Also das heißt Gebäude also, halt. Man kann hier quasi mit Shift und dann immer wieder... Mit Shift und R kann man die... Genau. Das ist für die Deutschen. Also. Dann werden da immer im Fünfer-Schritt quasi hier die in die Warteschleife gelegt. Die Sägewerke werden hier schon erobert, wie du bereits gesagt hast. So der rusht jetzt mit dem Gollum durch. Ja. Und der will dann das unten links, das Sägewerk, will er dann halt jetzt also einnehmen, bevor der mit dem Arbeiter da runterkommt. Wo haben wir's? Das ganz links hier. Ganz links haben wir's hier? Also ganz links unten. Ganz links unten. Da will er jetzt hin. So klein versteckt. Und da oben kommt auch schon der Arbeiter. Jawohl. Das wird knapp jetzt mit dem Gollum. Das wird er wohl, glaube ich, nicht mehr schaffen. Oh, schauen wir mal, wo ist Gollum? Der kommt jetzt hier gleich. Da, von rechts kommt er. Ja, hier der Arbeiter. Schafft er nicht, alles klar. Schafft er leider nicht. Wenn nur kann er jetzt halt noch mit dem Gollum noch die Arbeiter halt noch wegmachen. Also ab 4 Gebäude hat man dann einen sehr hohen hier Preisnachlass für die Gebäude. Ja, hier das Ork-Pit. Da ist schon die zweite Grube. Jawohl, das zweite Ork-Pit von De La Stevo. Das heißt, wir werden jetzt hier kontinuierlich Orks sehen die ganze Zeit. Ja, das wird gleich. Und wir werden bald sehr, sehr viele hier von diesen kleinen Viechern sehen, dass die ja bald aufeinander stürmen. Jetzt hier haben wir ja ein Aufeinandertreffen. Schauen wir mal. Oder gehören die zusammen? Man weiß es nicht. Die gehören zusammen vermutlich. Nein, die gehören nicht zusammen. Nee. So böse. Ja, der De La Stevo, der sucht jetzt halt die Sägewerke. Suchen wir mal ein bisschen Der ist gerade mal nach oben gegangen, aber oben hat er nichts eingenommen. Da gehen sie ja gleich drauf. Versucht jetzt hier die Sägewerke des Gegners hier irgendwie einzunehmen. Da ist schon mal eins, da will er jetzt hin. Aber wenn ihm jetzt schon ein Squad hier von seinem Gegner im Nacken sitzt, was will er jetzt hier dann nochmal groß machen? Will er ja einfach kamikaze-mäßig hier drauf gehen? Ja, wenn er jetzt noch Auge hat, dann müsste man mal kurz mal switchen. Also auf den, genau. Ja, hat er noch nicht genommen. Hat er noch nicht, hat immer noch diesen einen Skillpoint. Aber das wird er nicht schaffen, also... Selbst mit dem Auge? Nee, mit dem Auge auch nicht mehr. Also, schauen wir mal, kloppt das hier ordentlich drauf. Aber ich würde trotzdem sagen, das wird hier noch eine knappe Kiste. Ja, jetzt hat er Auge genommen. Jetzt hat er das Auge genommen. Ja, lenkt es hier auch sofort auf das Sägewerk. Seine eigenen Einheiten werden dadurch stärker. Ja, und zwar haben die dann 150% mehr Schaden. Aber ich denke, das wird auch nicht mehr so viel bringen. Nee, das Das war leider zu knapp. Das war leider zu knapp hier. Links unten. Da hat jetzt der Gollum, der hat jetzt halt die ganzen Arbeiter kaputt gemacht. Ganz und durch einfach. Die Creeps kann man auch halt noch ein bisschen extra Geld noch holen. Alles klar. So, jetzt haben wir vermutlich das erste Aufeinandertreffen hier. Jawohl, hier sofort die ersten Squads, Bataillone treffen ja aufeinander. Hier im Hintergrund haben wir nochmal zwei Stück hier. Ja, der läuft jetzt durch. Eiskalt, rennt er da durch. Hier kommen wir nochmal von De La Stevo oder was? Fischi oder ist es De La Stevo? De La Stevo ist es hier unten. Rennt jetzt hier nochmal mit 9 Ork-Einheiten aus der Ork-Grube nach und versucht ja seinen Gegner ein bisschen aufzuhalten. Wo will er hin? Der will zum Sägewerk. Zum anderen Sägewerk, genau, weil das andere war halt zu gut verteidigt. Deswegen rennt man da in der Regel dann immer durch zunächst. Jetzt kommt ja auch wieder das Auge, prophylaktisch hier eingesetzt.
Ja, man muss auch sagen, dass hier das Einzige, was man hier im Mordor Mirror Match machen kann, ist eigentlich nur die Economy des anderen zu stören. Und sich am Anfang sehr wichtig auf jeden Fall. Ja. Irgendwann ja auch seinen Gegner zu überrennen sozusagen. Jetzt wird er nochmal fleißig gekämpft. Auf jeden Fall hier, den wir Fischi mit seinem Auge hatte, ihren Vorteil. So, jetzt sehen wir der, wenn du nochmal kurz zurückgehst. Jawohl. Nochmal auf den Delastico. Ja, genau. Entschuldigung. Der hat jetzt also Industrie genommen. Das, also die Industrie, die kann man halt auf genau, die Schmelzen lenken. Richtig. So, dass sie dann halt mehr produzieren. Das, vorhin haben sie 15 Punkte abgesondert, jetzt 30. Genau. Das durch sieht man jetzt Industrie. Auch genau, farblich. An diesen aufsteigenden genau. Zahlen und auch an diesem Rauch. Durch diese Silhouette, die hier neben den Industrieteilen hier, durch die Schmelzen hier erscheint. So, was haben wir hier links oben? In der Mainbase des anderen Mordor-Spielers von Fischi. Damit oh, sind kleinen Techtelmechtel hier. Wird ja auch hier ordentlich gekämpft hier, aber wie zeichnet sich ab? Hier können immer noch Tower ausgebaut werden. Rentiert sich das eigentlich, wenn man Tower ausbaut? Ja, also, aber am Anfang? Am Anfang sollte man halt also eher auf die Nazgul gehen. Also jetzt ist schon der erste ist jetzt schon im Bau. Die erste Nazgul. Also auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Das ist jetzt natürlich gefährlich, denn jetzt ist ja der Fisch hier auf jeden Fall ein bisschen im Nachteil. Wenn jetzt hier gleich der erste Nazgul angetanzt kommt. Hier Level Up gerade für ein Squad hier. Weitere Kämpfe hier zwischen Fischi und der Lastevo. Was will man da machen? Hier, der Nazgul. Ich bin übrigens nach Köln geflogen worden. Ja? Das war, erinnere mich hier gerade an das. Das war ziemlich lustig. Jetzt holt er sich den, also hier den Trollcreep, der bringt am meisten Punkte. Am meisten Experience hier für den Nazgul natürlich. Der ist schon auf Rang 10, obwohl... Der kommt auf Rang 10, kommt der schon raus. Ja, okay. Und wenn jetzt hier jetzt hat er diesen Troll getötet, was bringt das jetzt für die das anderen? Das bringt jetzt hier Punkte, also Ringpunkte. Ach so, natürlich. Jetzt ist der andere Nazgul auch schon draußen. Für diese Skillpunkte hier. Ich glaube, jetzt macht er, glaube ich, auch einen Creepshake in der Mitte. Es gibt im Battle for Middle-Earth Creepshakes? Creepshake? Ich bin Creepjack oder Creep... Check. Check. Also bei uns in Warcraft und in Starcraft nennt sich das... Ja, in Warcraft nennt sich es Creepjack, hier nennt es Creep... Check. Ja. Ja, und was ist jetzt ein Creep-Check im. Ja, ein Creep-Check ist halt, wenn der eine halt, also Cream geht. Ja, und man erwischt ihn dann von hinten. Und der andere, aber. Also der andere, der kriegt den halt, den Creep, sozusagen. Das ist ein Creep-Check. Genau. Ja. So, jetzt verfolgt er den Nazgul. Den Nazgul? Ich sehe ja nur Schatten vom Nazgul. Da ist er. Oh, jawohl, hier haben wir den. Den Fischi-Nazgul. Den Fischi-Nazgul gegen den Devalastero-Nazgul. Der biegt hier nochmal nach rechts ab. Hier in die Schnellstraße, wird hier verfolgt. Ja, die sehen schon sehr geil aus hier, die Nazgul. Das muss man schon sagen. Hier nochmal Landeanflug. Er hat sich hier in der Landebahn ein bisschen geirrt. Falsches Gate, dreht hier nochmal um. Jetzt wird es wirklich so ein... Also hier, das ist jetzt mal zum Creep-Check. Jetzt hat er den letzten, letzten Schlag gemacht. Jetzt kriegt er auch die Ringpunkte. Also jetzt kriegt er auch die Ringpunkte. Jetzt bekommt hier der... Der Fischi. Der Fischi die Experience. Jetzt kapiere ich hier die ganze Geschichte. Ah ja. Und der Lastevo hat jetzt hier den Kürzeren leider gezogen. Ja. Hier nochmal ein Creep-Check. Ja. Ah, nochmal ein Schlag. Jetzt und wieder Creep-Check. Wahnsinns. Unglaubliche Leistung hier. Auf Seiten von der Lastevo. Oder Fischi, Entschuldigung. Das ist schon sehr, jawohl, hier in die Schlacht. Level up hier gerade für ein Squad von der vom Fischi. Ja, der Lastevo steht hier ein bisschen schlecht. Ja, wir schauen hier weiter. Wo sind hier die Nazgul? Fischi hat jetzt einen Nazgul, das heißt, also er hat jetzt hier einen kleinen Vorteil, die Lufthoheit sozusagen. Da oben steht nochmal Fischi. Und zwei Nazgul rahmen hier soeben hier die Squads nieder. Oh, die Nazgul sehen eigentlich schon recht schick aus, muss ich jetzt schon sagen. Ja. Jetzt warten wir nochmal auf den, natürlich auf den Hexenkönig. Werden wir den vermutlich auch sehen? Ja, der wird jetzt bestimmt als nächstes folgen. Also man baut normalerweise also von zwei, beiden Seiten. Man baut in Mordor Mirror halt erstmal die zwei Nazguls und danach halt den Hexenkönig. Es gibt auch andere Varianten, aber das ist so die beste, im Moment die Standard, so die beste. Denn ich glaube, der Hexenkönig verfügt ja über die Führerschaftsaura und damit verstärkt er auch die anderen beiden. Genau, Nazguls also nach dem, hier nach dem Hexenkönig werden halt so Bogenschützen-Squads halt gebaut. Aha. Damit die halt die Führerschaft auch damit kriegen. Jetzt hier wieder am Sägewerk, das, wie wir ja bereits erfahren haben, sehr wichtig für die Economy, für die Wirtschaft des Gegners, also für den Spieler ist. Wird jetzt hier nochmal ordentlich auseinandergenommen. Fischi hier mit seinem Auge gut am Start. Ja, und somit sieht es jetzt hier aus, ob das Sägewerk jetzt hier verteidigt bleibt hier von der Lastevo.
Ja, aber da hier nochmal ein paar Squads hier von Fischi. 4 Stück an der Zahl. Ja, hier haben wir die Schatten. Das heißt, weiter oben dürften jetzt hier auch gleich, da kommen sie. Hier haben wir einen Nazgul, da der andere hier von Della Stivo. Und jetzt wird der Fischi den gar nicht hier bewegen, weiß ich jetzt auch nicht warum. Ja, der Fischi verliert. Den wird er jetzt verlieren. Ja, den wird er auf jeden Fall. Ja, da geht er down. Sehr schöne Explosion hier nochmal. Sequenz. Und da haben wir jetzt hier nochmal die 3 Nazgul, die fliegen von dannen. Also, der liebe Della Stivo auf jeden Fall besser. Klar, also klar im Vorteil auf jeden Fall. Aber der Fischi ist auch kein Mordor-Spiel, muss man dazu sagen. Der ist halt eher auf Gondor. Aha. Was wir ja in dem späteren Spiel jetzt hat er hier 17 Fähigkeitenpunkte. Was wird so die nächste? Der Balrog vielleicht? Ja, als nächstes muss man erstmal die Dunkelheit nehmen. Mhm. Das wird dann 6 Punkte kosten und danach dann nochmal 20 Punkte. Dann kommt der Balrog. Aber ich glaube, so lange wird das Spiel nicht mehr dauern, weil der Della Stivo hat ja bestimmt schon eine gute Armee jetzt angehäuft. Da fahren schon die Katapulte, ja, genau. Der Konter gegen die Feuerbogenschützen natürlich. So, jetzt muss jetzt hier diesen anderen Nazgul eben nochmal revive. 2 Nazgul. Ja, der hat jetzt 2 verloren. Uiuiui. Ja. Na, jetzt wird er versucht hier auf seinem Fischi. Jetzt geht's gleich schon los. Jetzt geht's ja auch schon los. Da sammeln sich die Armeen, die Squads. Hier kommen die Katapulte. Jetzt kann der Della Stivo auch gemütlich die Map einnehmen, also die natürlich Außenposten. Natürlich, weil er eben den Gegner in die Mainbase eingepfercht hat. Da gibt es natürlich gar nichts, um da rauszukommen. Hat jetzt ja auch natürlich den Mobilitätsfaktor dadurch, dass er eben mit den Katapulten seinen Gegner schön in der Mainbase hat, eben, weil er die Tower einreißen kann, weil er Gebäude einreißen kann mit diesen Katapulten. Und somit ist Fischi quasi gezwungen, in der Mainbase zu bleiben. Sozusagen, ja. Also in Sachen, da geht's schon los. Da geht's schon los. Die ersten Feuerbälle kommen hier von den Katapulten. Also man braucht hier 3 Katapultschüsse für einen Turm. Jetzt hat er den abgerissen, weil damit der Della Stivo halt keine Punkte hier bekommt. Okay. Da hier stehen die, der erste Nazgul, den zweiten suche ich hier. Da steht der Hexenkönig. Jetzt macht er Go, der Fischi. Jetzt, oh, ob das, wissen, aber das... Ja, aber da steht auch schon der Hexenkönig hier. Jetzt hier sehen wir die Feuerbogenschützen hier auf die Squads, auf die normalen. Das hat ja die, also die Crash, also vom Hexenkönig, der kann ja auch, also hier crashen und dann fliehen halt die ganzen Einheiten, die nicht gelevelt sind. Crashen. Die fliehen, also er brüllt, er schreit. Ja, das ist da die obere Ability. Da hier sehen wir nochmal das Auge von Sauron. Rückzug hier von diesem Hexenkönig. Ja, und wenn der Balrog kommt, das wäre natürlich eine schöne Einlage für die Zuschauer. Auf jeden Fall, ja. Also der Balrog ist auf jeden Fall, hoi, hoi, hoi. Außer natürlich, der Fischi ist ein Spielverderber und geht jetzt hier vorzeitig. Aber man sieht hier auch wirklich die Feuerbogenschützen, die hier die ganze rechte Flanke hier besetzen. Die, da gibt es kein Durchkommen. Aber hier nochmal jetzt hier. Fischi will es nochmal wissen. Das Auge wird jetzt hier. Oh, jetzt hat man mal gesehen, hier geht was der ganze Führerschaft, was das alles bringt. Also da war er mit... Da muss jeder einmal schießen, dann geht der down, der Nazgul. Wahnsinn. Jetzt hier aber nochmal der Hexenkönig, der ist im Rund, geht down hier. Sehr schöne Explosion hier nochmal. Ja, das ist jetzt knapp. Das ist jetzt knapp hier. Wie will er das jetzt hier nochmal reißen? Wo haben wir jetzt hier nochmal einen Sturzflug? Haben wir da noch einen? Haben wir keinen mehr. Devastelo dominiert hier. Souverän. Jetzt hat er sich schon eine gute Armee aufgebaut jetzt da oben. Auf jeden Fall, ich merke es gerade hier. Nazgul hat hier noch im Hintergrund. Ein kreischender Nazgul, muss man auch sagen. Ja. Und er kann ihn jetzt hier auch ordentlich hier unterstützen. Leider kein Führerschaftsbonus. Ja. Ja, Hexenkönig hier noch in Rente, wird er nochmal revived. Jetzt schauen wir mal. Oh, jetzt haben wir einen kleinen Zeitsprung hier gemacht. Ja, jetzt geht der Della Stivo schon runter. Er probiert halt noch mit den Katapulten noch ein bisschen die Einheiten ein bisschen abzuschwächen. Aber die Katapulte, die machen ja schon einen guten Job. Haben jetzt hier gerade eben 2 Squads hier weggebombt. Ja. Mal eben so. Jetzt kommt ja von rechts auch nochmal der Hexenkönig von Devastelo. Jetzt wird ja den Hexenkönig noch über die Armee, damit der noch einen Führerschaftsbonus kriegt. Es geht hier jetzt wirklich nur um die Aura. Da wird nochmal ein Auge hinzugezogen. Ja. Sauron, der Spanner, schaut jetzt hier nochmal hier seine Einheiten beim Kämpfen zu. Geht jetzt hier nochmal ordentlich drauf hier. Jawohl, Level 2 Squad hier auf seinem von Devastelo hier. Ja, da nochmal Zeitsprung. Die Nazgul, die... Boah, also meine Fresse, die werden ja fokussiert hier und sind jetzt hier knapp auf 50 Hitpoints down. Hier nochmal Devastelo, verliert hier knapp einen Nazgul. Der wird sofort der hier wird verfolgt. Aber jetzt auch verfolgt, jawohl. Und geht er... Geht bestimmt auch gleich down. Komm, einmal noch. Jawohl, da explodiert er. Heliumbombe. Oh, wir haben gerade gesehen, der Balrog.
ist da. Der wo? Der müsste jetzt irgendwo in der Box. Da ist er, da kommt da raus. Jawohl. Ja, das. Ja. Sehr am Rucken ein bisschen, ne? Sehr am Rucken. Da steht er. Ja. Ja, fliegt jetzt bestimmt in die Basis rein, tut sich noch anzünden, damit er halt die Stufe 3 Gebäude auch gedown bekommt. Geht ja die Party. Jetzt hat er sich angezündet. Das wäre mal ein geiler China-Böller hier zu Silvester, da ging's ab. Schauen wir mal hier. Wie anzünden? Brennt dann wirklich alles, oder? Ja, der tut sich halt anzünden, damit er halt noch ein bisschen mehr Schaden macht. Also so kriegt er auch die Stufe 3 Gebäude jetzt down, wie man sieht. Ja. Da geht ja ein Abrisskommando, ist dieser Balrog auf jeden Fall. Ja, das war's auf jeden Fall. Da kann Fisch nichts mehr machen. Und zack, jawohl, geht das nächste Gebäude auch noch down. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass es hier wirklich nur darauf ankommt, wer jetzt hier den Balrog hat. Ja, also, wer den auf jeden Fall früher hat. Also das ist schon sehr wichtig, halt, die Punkte halt zu kriegen. Ne? Da ging es jetzt hier wirklich nur darum, in diesem Mirror Match, kann ich meinen Gegner mit den Nazgul besiegen? Wenn es mit den Nazgul nicht klappt, muss ich es mit dem Feuerbogenschützen probieren. Und wenn es dann nicht klappt, dann muss ich schauen, dass dann ich so viel ich wie den möglich... Balrog, genau. Dann hole ich mal den Balrog hier aus der Garage und dann geht's ab hier. Ja, ja, jetzt kann er gleich noch ein zweites Mal den Feuersplash machen. Der ist jetzt gleich wieder aufgeladen. Den sehen wir hier genau. Nee, der ist hier da, also die vierte Ability. Ja, genau. Feuerspucken. Ja. Naja, das ruckt wird jetzt wohl jetzt wohl ein bisschen. Er hat ziemlich viele Einheiten, ne? Ja, vielleicht haben wir die Entwickler einen kleinen Bullet-Time-Effekt eingebaut. Matrix-mäßig, um dass sie noch spektakulärer zu machen. Aber hier geht jetzt ja auch das nächste Building down. Baut sogar, hat sogar die Dreistigkeit, der liebe Fischi, da nochmal eine Zitadelle, dieses dreihörnige Etwas da im Hintergrund nochmal aufzubauen. Und da geht's jetzt los und weg ist er. Ja, und der Fisch hat, glaube ich, auch schon oben den Außenposten eingenommen in der Mitte. Das gibt's nicht, dass der jetzt sich hier nochmal durchmausert. Das kann ja, doch nicht sein. 18 Punkte hier nochmal auf Seiten von Fischi. Ja, den wenn er Balrog. Jetzt hier nochmal den Balrog bekommt, ja, wenn er hier noch... Willst du wetten? Burger? Nee, also okay. Den wird er nicht bekommen. Ich sag, der wird er nicht bekommen. Ja, gut, okay. Ja, hier aber nochmal eiskalt. 10 Squads hier in Auftrag gegeben, kostenlos hier. Da gibt's ja gar nichts. Eiskalt wird er nochmal aus der Ortgrube gepumpt. Da probiert er nochmal alles zu geben. Hier, der Hexenkönig kommt nochmal raus. Das Auge von Sauron, der wirft ja auch nochmal einen Blick drauf hier. So, und jetzt wird wohl der Endkampf stattfinden. Ja, schauen wir mal. Wir haben 107 Supply, 101 Supply auf Seiten von Fischi und 347 auf Seiten von De La Stevo. So, da ist er da? Nein, ist er noch nicht. Da geht er down. Das Orc-Pit, das war es auch mit diesen 10 Squads. Hier sehen wir nochmal das Baumenü. Wo haben wir hier GG gehabt? Da hat er oben GG geschrieben. Da oben hat er GG. Da kommt steht das GG, da ist GG und damit führt der Lastivo mit 1-0 hier auf dieser Map. Wir warten hier nochmal, bis es vorbei ist. Ja, kleiner Applaus hier. Ja, hat er gut gemacht. Hier, jawohl, jetzt hier will das nochmal hier schön zu Ende bringen. Geht hier, jawohl, da explodiert nochmal ein Nazgul. Und da geht die Schmelze down und das war's eigentlich. Da kann man nicht mehr viel dazu sagen. Game over. Ja, da haben wir Devastelo. Der siegreiche Devastelo mit 1-0. Ja, und da sind wir hier zur zweiten Map im Schlacht um Mittelerde Finale. Um diesen Pokal geht es und in diesem Pokal sind auch noch 2000 Euro enthalten. Imaginär. Und deshalb würde ich mal sagen, wir verlieren gar keine große Zeit. Wir sind nämlich hier schon im Spiel. Attila hat die Mausführung übernommen. Auf welcher Map befinden wir uns hier? Ja, wir befinden uns jetzt auf östliches Rohan. Jawohl. Das ist halt eine sehr spezifische Gondor-Map. Und wir haben jetzt auch schon hier gestartet. So, hier oben haben wir jetzt schon hier doppelte Ork-Grube am Start. Ah, sehr bequem. Hier oben Sägewerk mit 4 Arbeitern. Hier Sägewerk mit 4 Arbeitern. Und hier hat er, also das haben wir jetzt nicht gesehen, hier hat der Fischi gerade eingenommen, aber das wurde dann vom De La Stevo zerstört. Ja, Gondor unten, gegen? Das ist jetzt Gondor gegen Mordor. Also hier ist Gondor halt, was wie man halt zu sieht. Was kann man zu diesem Matchup so sagen? Hier haben wir Gondor. Bei Gondor ist halt die Festung sehr entscheidend. Das ist halt ja, diese Defense-Rasse, ne? Und bei Mordor haben wir ja vorhin schon gesehen halt, die Angriffsrasse halt, wie gesagt. So, und hier gucken wir jetzt gerade, hier probiert der Fischi jetzt, also oben das Sägewerk hier anzugreifen. Genau wie im letzten Spiel, die Economy des Gegners ein bisschen ankratzen. Genau. Und auf der anderen Seite probiert der De La Stevo jetzt, hier unten das Gehöft anzugreifen. Und hier sehen wir schon, jetzt baut er schon Pferde.
Hier ist schon der erste Pferdesquad jetzt im Bau. Mhm. Auf Seiten von Delastivo, der baut schon gerade die Fleischfarmen auf. Die sind nachher sehr wichtig, damit die Trolle halt billiger werden. Also hier gegen Gonda sehen wir keine Feuerbogenschützen oder sowas. Da sehen wir gleich Trolle von Anfang an. Wir sehen gleich richtig Trolle und bestimmt auch dann noch die großen Elefanten, also die Mumakills, wie sie genannt werden. Genau, wie sie dann in die Einheiten reinrennen. So, jetzt wird der Delastivo versuchen, noch sich die restlichen Creeps zu holen. Und der Fischi hat halt noch mit dem Hobbit, das ist diese Einheit hier, der kann halt Steine werfen und halt so Gehöfte bei Creeps einnehmen. Probiert jetzt ein bisschen Schaden zu machen, aber gegen drei Ork, also hier gegen drei Ork-Groups keine Chance sozusagen, ja. So, der erste Held ist da vom Gondor-Spieler, das ist glaube ich Pippin oder Merry. Ja, Pippin. Pippin. Oder Merry. Ja, jetzt kommt hier noch ein Brunnen in der Main Base des Gondor-Spielers, heilt alle. Der Brunnen, der ist halt da, um die, also um die Einheiten halt zu heilen. Okay. Und die ersten Pferde waren auch gerade irgendwo rausgekommen, glaube ich. Nee, noch nicht. Die sind noch im Bau. Und hier wird halt jetzt der erste Creep schon geholt, um halt die Ringpunkte ein bisschen mehr aufzufrischen. Dann hat er auch noch den Boden genommen. Den Boden hat er jetzt strategisch schon mal vorbereitet, um halt die Belagerung vorzubereiten mit diesen Außenposten dann gleich. Werden wir dann gleich sehen. Aha, also gleich hier gleich prophylaktisch diesen Skill hier benutzt. Der Boden ist halt dafür da, dass halt die die Einheiten noch einen zusätzlichen Rüstungsbonus bekommen von 50%. Klar, okay. So, und hier kommen die ersten Pferde. Die haben die besondere Fähigkeit, dass sie einfach über Einheiten durchrennen können. Genau. Und auch sehr stark gegen Creeps. Also da reicht ein Squad gegen einen Creep. Mhm. Zum Beispiel jetzt hier die Waage oder so. So, und hier sehen wir wieder einen Creep-Shake. Also er macht jetzt halt die Waage und er macht halt den wirklichen Creep. Mhm. Ah. Den wird er jetzt auch kriegen sicherlich, jawohl. Den hat er jetzt gecheckt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da einiges von Skill vonnöten ist, um das überhaupt zu sehen und dementsprechend schnell zu begreifen. Helfe ich jetzt meinem Gegner hier irgendwie die Waage zu töten und hoffe, dass ich die Experience bekomme und durch die gleiche auf den Bau und staub dann das komplett ab. Also ich wüsste da jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich machen sollte. Aber auf mich hört ja auch Gott sei Dank keiner. So, jetzt haben wir den Creep-Shake gesehen. Jetzt probiert er hier den nächsten Creep zu holen. Und hier haben wir gerade schon gesehen, hier ist der erste Troll. Ja, da schleicht er rum. Der verfolgt jetzt die Pferde, damit der Fisch hier halt nicht so viel mit ihm machen kann. Ja, wunderbar. Die auch schon ziemlich angeschlagen sind, aber er hat noch eine Heilung. Und hat auch schon einen Ringpunkt und fast den zweiten für den hier Gandalf dann. So, was sehen wir jetzt hier? Hier hat er kurz probiert, mal in die Basis reinzulaufen. Und hier kommt schon das Pferdeschild. Das Pferdeschild ist halt dafür da, dass er in die Basis hier reiten kann und dass die Türme dann halt weniger Schaden machen, sozusagen. Okay. So, das sehen wir jetzt hier auch gleich vermutlich im Einsatz. So, und der wird jetzt, sehen wir gleich, glaube ich, den Trollkäfig angreifen. Die sind anscheinend sehr gut gegen Gebäude, wenn er das so durchziehen kann. Ja, aber hier schon ein Troll, deswegen muss er sich gleich wieder zurückziehen. Aber er wird das jetzt mit dem Doppelten. Hier sehen wir auch ganz, also hier gegen Gebäude sehr effektiv, die Pferde. Jetzt kommen wir nochmal zig Squads mal eben. Ja. Ameisenmäßig. Probiert halt jetzt die Türme noch ein bisschen mit hier mehr abzusichern, weil wenn die da reinreiten, dann werden die Einheiten noch verlangsamt. Das werden wir jetzt gleich sehen hier, wenn die noch verlangsamt. Werden langsamer. Hier geht es also um den Faktor Zeit von den Türmen weghalten. Jetzt das Auge von Sauron, um die Einheiten wieder zu stärken. Er greift jetzt trotzdem halt den Turm an, aber... Ah, ich denke, da kommt der Fischi nicht durch, dann ist er weg. Da wird es jetzt knapp. Vor allem, weil jetzt hier der Troll von rechts kommt. So, was haben wir jetzt hier? Hier oben das Gehöft ist weg, noch nicht eingenommen. Ja, die hier Belagerung vom Mordor-Spieler bleibt ein bisschen aus. Bleibt ein bisschen jetzt im Nachteil, weil jetzt gleich, also weil jetzt gerade gespart wird halt für den Nazgul, der jetzt auch schon im Bau ist. Aber jetzt kommt schon der Nazgul. Jawohl, und der räumt hier ordentlich auf. So, die Elben, das ist hier die Zeit. So lange bleiben die jetzt noch da. Bleiben die da. Also ich finde das irgendwie, ein bisschen deprimiert. Jetzt muss er sich schnell zurückziehen, sonst verliert er den Squad. Ich finde das jetzt hier ein bisschen deprimierend, weil man baut sich da gerade so eine schöne Armee auf. Hier haben wir den Delastevo gerade im Bild. Man baut sich so eine schöne Armee auf, dann parkt er mal eben Nazgul mitten rein und dann war's das halt mit der Armee. Ja. Hier die Elben, die versuchen noch die Trolle halt hier kaputt zu machen. So, dann gucken wir mal. Ah, hier werden schon
Türme gebaut, Quatsch, Statuen. Bei Gondor, ja. Die Statuen sind dafür also gut, dass der Gandalf noch preiswerter wird. Mhm. Also dann kostet der nicht mehr 6.000, sondern 4.200. Wenn ich alle Türme ausbaue. Nee, wenn man 4 Statuen baut, die er jetzt gerade gemacht hat. So, jetzt tut er schon auf das vorbereitete Spiel schon mit Schmelzen anfangen. Und die Schmelzen sind dafür da, dass die Tower-Updates, die dann hier gebaut werden können, dass sie halt ein bisschen noch einen Preisnachlass geben. Gut, da steht jetzt hier das Sägewerk direkt neben diesem Gebiet. Oh, hier haben wir schon, hier kommt gleich der erste Elefant. Olifant. Olifant. Werden wir jetzt mal sehen. Hier kommt er. Auf jeden Fall. Schauen wir mal. Mann, ist das ein Teil. Das ist natürlich jetzt Doppelwopper hier. Die Belagerung schlechthin. Der Gandalf ist im Bau. Der Gandalf ist schon draußen. Gandalf ist draußen, also hier sehen wir den Gandalf jetzt. Stufe 5 noch am Anfang. Aber gegen den Olli halt, wie gesagt, nur gegen mit Blitz. Den Olli sieht selbst der Gandhi alt aus. Ja, also mit dem Überrennen macht er den, kaputt. Aber da muss man halt mit dem Gandalf immer schön rumrennen und so. Mhm. Micromanagement beweisen hier. Ja, und jetzt kann er halt auch wieder angreifen, weil er halt jetzt der Gandalf jetzt dabei den Gandalf ist. Gandalf hat also jetzt dieses Istari-Licht sehr gut gegen Nazguls. Genau. Auch der Blitz, wenn man, da muss man aber auch wieder ein bisschen mehr Skill haben, um halt mit dem Blitz auch noch ein bisschen anzugreifen. Und jetzt müsste er sich auch gleich zurückziehen, aber er greift den Tollkäfig an. Ja, da muss natürlich sofort der Nazgul. Das Istari-Licht, wie man sieht, sehr effektiv. Jawohl. Und wenn jetzt noch die noch drauf schießen. Jawohl, weg. Aber da steht schon wieder ein Troll und ja, von hinten kommt. Ja, das wird jetzt spannend, weil jetzt hier oben angegriffen wird und hier unten. Hier, wie man schon sieht, die Haare, also die Haare. Hier. Haradrim, die machen halt sehr guten Schaden, ne? Gegen den Faramir. Da hat er keine Chance, da muss er laufen. Da muss er laufen, da muss er sich heilen. Hier oben kommen ein paar Orks. Wenn man die also hinter die Gebäude stellt, dann kann die Zitadelle nicht treffen. Das weiß er auch und das macht er jetzt auch so. Schleunigst auf den Heimweg. Hier sieht man schon eine Mauer schon gefallen. Hier werden weiterhin Ollis gebaut. Ja, die halbe Mauer oder ein Segment der Mauer wurde ja schon eingerissen. Das Tor ist zu. Und wir sehen jetzt auch schon, die Einheiten sind am Leuchten. Und was heißt das? Das heißt... Ja, eine Atombombe. Die Dunkelheit. Die Dunkelheit ist... Die Dunkelheit ist jetzt aktiviert. Und die Dunkelheit gibt noch zusätzlichen Schaden und Rüstung. Ja, jetzt ist der Mordor-Spieler, ist er wieder in der Mainbase des Gondor-Spielers. Und jetzt gehen hier jetzt die Jetzt sehen wir hier ein Pferdesquad noch. Ja, gelaufen. Na, ist noch nicht gelaufen. Noch nicht. Was muss denn noch so alles? Der Gandalf kann jetzt noch natürlich jetzt den Blitz machen. Okay. Aber am besten wäre halt jetzt, wenn er erstmal also versucht, hier Haradrim hier runterzuziehen. Das haben wir gesehen, jetzt geht er gleich down bestimmt. Aber der hat jetzt natürlich sehr viel Schaden gemacht mit den zwei Olifanten. Ja, und die Zitadelle. Da geht sie down, die Zitadelle. Zerbricht und vom Geld her 1700 einfach zu wenig. Ja, da kann man schon fast sagen, dass Delastemo hier die EPS Finals gewonnen hat in Schlacht um Mittelerde auf jeden Fall. Ja. Aber da kommt nochmal Gandalf und ich denke, Gandalf sollte man nicht abschreiben hier. Jetzt kommt ja nochmal der Blitz, schauen wir mal, was jetzt können wir mal den Schaden sehen, den der Blitz macht. Nur der wird halt ein bisschen gedezimiert durch diese Haradrim, die da oben stehen, genau. Ist klar. Sieht's momentan oh, jetzt kann es sein, dass der Gandalf down geht, aber nochmal gerettet. Jetzt hier, was kommt hier? Ja, jetzt kommt Istari-Licht und jetzt hat er sich ein bisschen Zeit verschafft erstmal. Der wurde gebrutzelt, der Olifant. Ja, Zeit verschafft, da kommt auch schon der nächste Olifant. Da kommen schon die nächsten. Du meintest einen Sturmangriff und der Gandalf ist Geschichte? Ja, also jetzt mit Dunkelheit auf jeden Fall. Jetzt kommen wir wieder. So, jetzt kommt wieder der Olli. Der Olli kommt hier und die Zitadelle wird und jetzt hier oben gleich. Wird der Faramir. Angegriffen von dem Troll. Obwohl und da geht er down. Gut gegen. Ja, da geht er down. Vorbei. Im Nahkampf halt. Hier steht nochmal Gandalf. Oder er reitet halt davon. Denke aber auch nicht mehr, dass es lange machen wird. Ja. Hat schon wieder sehr noch eine Heilung. Hat noch eine Heilung übrig, aber da geht die Zitadelle zum nächsten. Zum zweiten Mal down hier. Ja. Hier haben wir nochmal den lieben Fischi gerade im Bild. Hier sein Screen, da sind wir wieder im Spiel. Jetzt hat er die Heilung auch benutzt. Aber wie gesagt, also mit dem bisschen. Ja, hat immer noch wir warten jetzt eigentlich nur noch auf das GG. Oder warten wir auf das GG oder kann hier noch was gedreht werden?
ich sag jetzt nichts, das ist, man kann noch vielleicht was machen, aber weil der hat noch 2000, also der kann noch die Zitadelle aufbauen. Das ist bei Gondor immer so, also kann man immer noch was drehen. Aber ich denke mal nicht, dass das jetzt noch hier drehbar ist. Ich meine, du sagst jetzt hier, bin jetzt ein bisschen perplex, von dem werden jetzt hier gerade alle Gebäude eingerissen. Du sagst da, ja. Ja, wenn er jetzt also hier das aufhält, auf jeden Fall. Kann man noch was drehen hier? Ich will ja nichts. Habe ich also auch schon selber oft erlebt. Jetzt hier geht auch das letzte Gebäude down hier. Da steht nochmal Gandalf mit seinem Blitz, aber Haradrim hier. Ja, die Harade machen nicht so einen großen Schaden gegen ihn. Aber grafikmäßig sieht das schon nice aus, muss ich schon sagen. Jetzt kommt da wieder diese Zitadelle aus dem Boden geschossen. Und ja, der kriegt den nicht down, also wird das jetzt auf jeden Fall auch zu Ende sein. Es kommen weiterhin nach und nach kommen hier Mordereinheiten. Jawohl, zum dritten Mal geht die Zitadelle und dann und da ist es vorbei. Game over. Applaus hier für Della Stevo. Hier haben wir ihn gerade im Spieljahr. Revanche wird hier gefordert. Gibt's in der nächsten Season.
Einen weiteren Pokal gibt es zu vergeben, jenen hier. Bevor wir zur Siegerehrung schreiten, will ich noch kurz an den Maxi an den Nexus abgeben, damit er noch ein paar Fragen stellt an den Gewinner und an den Vizemeister im Battle for Middle-Earth. Ja, und da sind wir jetzt ja auch schon zum Post-Interview, kann man ja schon, zum Nach-Interview kann man hier schon schön sagen. Wir haben einen Battle for Middle-Earth Grand Champion hier in Deutschland, das ist der LS Debo, aber trotzdem fangen wir mit dem Lucky Loser an, dem Fischi. Fischi, wie geht's dir? Ja, ich meine, ich habe damit gerechnet, also ich bin nicht enttäuscht oder sowas. Du hast damit gerechnet, Micromanagement-mäßig und wie war die Map-Wahl ungefähr für dich? Map-Wahl hätte eigentlich passt, wenn das Spiel so ungefähr vor 4 Wochen gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, habe ich gute Chancen, aber also die letzten 3 Wochen habe ich überhaupt nicht trainiert. Die Luft ist einfach raus bei BFME und das war mein letztes Spiel jetzt. Und ich spiele jetzt eigentlich nicht mehr H3, also ja, habe damit gerechnet. Also waren das quasi deine abschließenden Worte jetzt da dazu? Ja. Gut, gehen wir wieder mit Hochdeutsch weiter an den LS Devo. Wie fühlt man sich jetzt hier mal eben als Erster hier die zweite Pro Series in Battle for Middle-Earth gewonnen? Ja, ist okay. Also ja, super eigentlich, ne? Ich bin stolz, aber sonst habe ich ja... Damit neues Cash in der Tasche hast du. Noch nicht, aber bald, ne? Aber dann freue ich mich auf jeden Fall. Ne? Und hast du bei den Spielen irgendwie gemerkt, ja Mensch, der Fischi hat gar keinen Bock überhaupt mehr auf Battle for Middle-Earth? Also in Mord Amiro habe ich schon ein bisschen gemerkt, dass da etwas... defensiv von ihm gespielt worden ist, da habe ich schon einen leichten Vorteil gespürt. Auf Estisch war es sehr, sehr knapp am Anfang, da habe ich ein paar Fehler gemacht, aber trotzdem habe ich es dann noch hingerissen und musste auch natürlich sagen, dass der Fisch 12 Stunden Zugfahrt hinter sich hat und natürlich schlaucht das natürlich dann auch. Ne? Ja, so gut. Muss man es ja auch sehen. Also das Nachinterview wollen wir möglichst kurz halten, schreiten wir gleich zur Siegerehrung, da wartet schon ein Blondschopf hier, damit er endlich den Pokal los wird. Ich gebe ab an Nick Adams. Dankeschön Nexus, hier haben wir die Urkunde für den zweiten, für den aus Österreich angereisten, mit 12 Stunden Fahrzeit hierher gekommenen Fischi. Großer Applaus hier bitte. Hey. Ich hoffe, du freust dich, auch ein zweiter Platz, auch ein Vizemeister ist doch auf jeden Fall was. Aber wir gehen weiter zu dem aus Frankfurt angereisten. Und er kann sich noch nicht ganz so freuen, wie ich das irgendwie von ihm erwarte. Ich glaube, er hat es noch nicht ganz realisiert. Und erst später, es dauert noch ein bisschen, vielleicht braucht er noch Schnapsal für. Aber hier den ersten Platz für Degas Stivo. Großer Applaus für den Champion der Battle for Middle-Earth Pro Series. Natürlich bekommst du auch noch einen schönen Pokal und... Den kannst du mit nach Hause nehmen, dir ins Regal stellen. Der Mondragon, der hat ja schon so viele Pokale. Wie sieht's mit dir aus? Hast du auch schon ein paar Pokale bei dir im Zimmer stehen? Gar nichts, überhaupt nichts. Mein Tischtennis? Auch nicht. Nee. Fußball, aber die sind F-Jugend, klein. Das ist mein größter. Das ist dein größter Pokal. Da haben wir doch was Schönes, was wir dir hier mitgeben. Und wir spielen ein bisschen Musik, lassen euch hier mit rein und werden noch ein paar Fotos machen. Wir bedanken uns natürlich hier für die komplette Crew, die hier das Studio IFNG möglich gemacht hat und melden uns wieder von den Finals am nächsten Wochenende. Bis dann.